Was ist vortrefflicher, die Furcht oder die Hoffnung? Was von diesen beiden ist vortrefflicher? Man kann diese Frage gar nicht so beantworten. Oder man kann vielleicht sagen, diese Frage ist, das ist eine paradoxe Frage. Jedenfalls, das ist teilweise kann man das als eine paradoxe Frage betrachten, denn das ist ähnlich wie wenn man sagen würde, was ist denn vortrefflicher, Brot oder Wasser? Brot oder Wasser? Du kannst weder sagen, das Brot ist vortrefflicher noch Wasser. Brot ist vortrefflicher für den, der Hunger verspürt, und Wasser für den, der durstig ist. Richtig? Und genauso ist es mit der Furcht und der Hoffnung. Furcht und Hoffnung, das sind zwei Formen der Medizin. Beides ist Medizin für den Menschen. Der Gebrauch davon ist abhängig von seinem Zustand, von seinem individuellen Zustand. Ist jemand eher getäuscht und verblendet, lebt er in Verblendung und Täuschung, sodass er einen stärkeren Hang und kleinere Hemmungen hat, die Hemmschwelle bei ihm, die Sünden zu begehen, ist geringer, dann ist natürlich die Furcht für ihn effizienter. Ist es aber umgekehrt, jemand ist verzweifelt, willenslos, dann ist für ihn die Hoffnung besser. Also das ist aus dieser Warte betrachtet, kann man das sagen. Aus einer anderen Warte betrachtet kann man aber sagen, dass die Hoffnung besser ist. Unabhängig vom Zustand des einzelnen Menschen. Warum? Der Ursprung der Hoffnung ist die Barmherzigkeit Allah Ta'alas, oder? Richtig? Und Ursprung der Furcht ist der Zorn Allahs. Welche Eigenschaft ist vortrefflicher? Barmherzigkeit. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Ta'ala sagt, in Allah kataba fi kitabin fa huwa indahu. Allah Ta'ala hat in einer Schrift niedergeschrieben, festgehalten, die bei ihm ist, inna rahmati ghalabat ghadabi. Meine Barmherzigkeit überwiegt meinen Zorn.